Hier und da und viel Musik und wir sind immer noch unterwegs auf der schönen Baleareninsel Mallorca und Sie sehen es schon bei mir im Hintergrund. Wir besuchen jetzt gemeinsam mal die Kathedrale, einer der vielen Anziehungspunkte hier auf der Baleareninsel Mallorca. Täglich von vielen tausenden Touristen besucht. Wir fangen jetzt für Sie ein paar Bilder ein und kommen Sie doch einfach mal mit. Die der Jungfrau Maria gewidmete Kathedrale von Mallorca ist die Hauptkirche der Insel und Bischofssitz. Ihre Gründung erfolgte im Jahr 1229, dem Jahr der Eroberung Mallorcas durch die Christen. Der Bau des gotischen Gotteshauses begann im 13. Jahrhundert und wurde erst im 17. Jahrhundert abgeschlossen. Die Kathedrale hat den Grundriss einer Basilika und insgesamt 21 Kapellen, die verschiedenen Devotionen gewidmet und dem Gebet sowie der Andacht vorbehalten sind. Innerhalb der Kathedrale befinden sich verschiedenste Grabstätten, da es bis zum 18. Jahrhundert üblich war, dass sich wohlhabende Menschen in einer Kirche bestatten ließen, um so Gott näher zu sein und in Erinnerung zu bleiben. Ihr Licht und ihre Weiträumigkeit sind zwei herausragende Merkmale der Kathedrale von Mallorca, die sie zu einem einzigartigen Bauwerk von enormer struktureller Leichtigkeit machen. Die Gesamthöhe des Mittelschiffs beträgt 44 Meter und ist somit das höchste Kirchenschiff in Spanien. Mit dieser Höhe wollte man dem Himmel und Gott näher sein. Besonders nennenswert sind auch die Buntglasfenster, die den Innenraum erhellen und von denen viele Szenen aus der Bibel darstellen. Die größte Fensterrose der Kathedrale ist eine der größten Rosetten der Gotik und wird deshalb gotisches Auge genannt. Während des ganzen Jahres sind im Gotteshaus wunderschöne Farb- und Lichtreflexionen zu sehen, die durch den Einfall des Lichts, dem Symbol Gottes, erzeugt werden. Die Kathedrale von Mallorca war stets offen für verschiedenste künstlerische Stilrichtungen, die ihre Spuren in der Kirche hinterlassen und das Gebäude geprägt haben, indem sie es modifiziert oder sein künstlerisches Erbe erweitert haben. In der Kathedrale selbst sind Gotik, Renaissance, Barock, Neoklassizismus und dank der von Antonio Gaudi im 20. Jahrhundert durchgeführten Restaurierung auch der Jugendstil vertreten. Und sogar die Gegenwartskunst hat aufgrund der Arbeit des mallorquinischen Künstlers Miguel Barceló in der Kapelle des Allerheiligsten Sakraments ihren Platz in der Kathedrale gefunden.